Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nach gefühlten Jahren mal wieder ein Haul. Also ich habe, glaube ich, in Brasilien einmal ein Haul hochgeladen und das war im November oder vielleicht auch Oktober, ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall super lange her und der Haul davor war in Deutschland. Also deswegen, für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Auslandsjahr in Brasilien gemacht und ich bin jetzt so vor einem guten Monat wieder zurückgekommen nach Deutschland. Einige Klamotten habe ich in Brasilien gelassen, denn, also viel habe ich gespendet, weil sie mir entweder nicht mehr so gut gefallen haben oder sie mir nicht mehr gepasst haben, ist auch vorgekommen. Aber es waren einfach immer noch gute Sachen und die wollte ich halt nicht irgendwie wegschmeißen oder so. Ja, wenn man halt in Deutschland Sachen spendet, dann weiß man ja auch nie genau, wo es ankommt und ob es ankommt. Und in Brasilien weiß man halt, dass der Bedarf vor Ort da ist. Und dann macht es halt viel mehr Sinn, die Sachen einfach gleich in Brasilien zu spenden, als dann irgendwie an das Rote Kreuz zu geben oder so. Netterweise durfte ich mir bei dem Online-Shop Rosegirl ein paar Sachen aussuchen, die ich euch heute in diesem Video zeigen werde. Es sind Sommersachen dabei, Accessoires, Wintersachen, Basic-Sachen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz basic an. Und zwar mit einer langen schwarzen Hose. Die sieht so aus. Ja, da kann man nicht so wirklich viel zeigen. Also das Material von der Hose ist ziemlich gut. Es fühlt sich an wie ein ganz normaler Stoff von jedem anderen beliebigen Laden, der so eine Hose verkauft. Also ganz normal, ist ziemlich stretchy, also dadurch auch ziemlich bequem, die Hose. Was ich ein bisschen zu bemängeln habe, ist leider hat die Hose keine Gürtelschlaufen. Ich weiß nicht, stimmt mal hier oder hier oben ab, ob ihr bei Hosen Gürtel braucht, weil bei mir eine Hose ohne Gürtel geht gar nicht. Also, nee, ich würde immer Hosen mit Gürtel anziehen, weil sie sonst runterrutschen oder einfach weil, ich weiß nicht, ich brauche einfach einen Gürtel. Bei jeder Hose ist es so nervig, aber ja. Die Hose hat 25 Euro gekostet und ich habe sie jetzt in der Größe S, weil ich bin 1,65 und ja. Ich würde aber eher sagen, die Hose ist ein bisschen zu groß als zu klein, deswegen, auch wenn ihr vielleicht 1,68 seid, könnte euch die S auf jeden Fall noch passen. Jetzt kommt noch eine etwas winterlichere Sache oder Herbstsache. Und zwar ist das dieser schwarze Pulli hier. Der hat hier an den Armen so ein Detail an beiden Seiten. Und er hat auch so einen leichten V-Neck-Ansatz sozusagen. Und ich liebe V-Neck. Und ich finde diesen Pulli einfach so, so schick und ich habe einfach nichts an diesem Pulli auszusetzen. Also wirklich perfekt. Und der Pulli hat 8 Euro gekostet und er war One Size. Und wie ich hier sehe, es gibt ihn auch noch in so einem Grauton. Ich persönlich finde aber das Schwarz eigentlich ganz schön. Ich habe fast keine schwarzen Pullis, muss ich sagen. Also ich weiß, viele tragen sehr viel Schwarz, aber ich mag das gar nicht so. Machen wir weiter mit einem Sommerkleid. Und zwar ist es dieses hier, das ist blau-weiß gestreift und hat hier an den Schultern so super süße Rüschen, heißt das, glaube ich. Nee, es heißt bestimmt nicht Rüschen, aber auf jeden Fall sowas Angesticktes. Auf jeden Fall, ich liebe Streifen und ich liebe Kleider mit Streifen. Ich trage eigentlich nie solche Kleider mit Blumen drauf. Ich trage immer nur Kleider mit Streifen. Ich weiß nicht, es ist halt Geschmackssache. Es ist halt irgendwie in diesem dänischen Style. Also zumindest in Brasilien. Ich hatte so ein ähnliches Kleid schon in Brasilien. Die haben mir alle gesagt, dass ich aussehe, als wäre ich eine Dänin. Also hat es irgendwas Dänisches anscheinend. Ich finde das Kleid super schön. Es ist einfach total luftig. Es ist gut, um in die Stadt zu gehen. Es ist einfach für alles mega praktisch. Ich schaue kurz nach, in welcher Größe ich das Kleid genommen habe. Weil das Kleid ist ziemlich lang. Also es ist nicht irgendwie so, dass man damit kein Fahrrad mehr fahren kann. Ich kann damit Fahrrad fahren. Es ist einfach mega praktisch. Ich muss auch nicht darauf achten, irgendwie, dass es nicht hochrutscht oder so. Genau, ich habe das Kleid in der Größe M genommen. Also es gab es auch noch ein S. Und es hat 9 Euro nur gekostet, also 9 Euro und ein paar Cent. Das sind halt Dollarpreise und deswegen sind die immer ein bisschen ungerade. Aber ich runde sie deswegen. Und die Links zu den ganzen Sachen sind auf jeden Fall noch in der Infobox. Also falls ihr bei irgendwas vorbeischauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Dann noch was für den Sommer und zwar so eine Shorts. Die ist beige und ich muss sagen, auf der Internetseite, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich blende ich irgendwie die Bilder ein oder so. Auf der Internetseite war die um einiges dunkler, also es war schon ein anderer Farbton, muss ich ehrlich sagen. Sie ist ein bisschen so see-through, also man sollte jetzt nicht eine schwarze Unterhose drunter ziehen. Aber an sich finde ich sie super schön und wie gesagt, total luftig für den Sommer. Die Shorts habe ich auf jeden Fall in S bestellt und sie hat 7,40 Euro gekostet. Wie gesagt, brauche ich bei Hosen immer Gürtel. Und dadurch, dass mein Gürtel in Brasilien ziemlich sich abgenutzt hat, sagen wir mal,
habe ich mir einen neuen Gürtel bestellt. Der ist ganz normal schwarz und hat hier so eine silberne Schnalle. Ich finde, Gürtel sind einfach Must-Have und ich weiß nicht, mein Gürtel sah schon ein bisschen so ranzig aus. Also ja, ich bin echt ein Gürtelmensch, ich brauche Gürtel, also perfekt. Der Gürtel hat 4,50 Euro gekostet und es war One Size, also es gibt keine anderen Größen. Es gab nur die Größe. Ist mir auch ein bisschen zu groß, aber ich bin es eh schon gewöhnt, dass Gürtel mir eigentlich immer zu groß sind. Was ich dann auch noch bestellt habe, sind Socken. Und zwar farbige Socken. Also hier so grüne mit gelben Streifen, dann rote, schwarz. Es gibt auch noch weiße mit schwarzen Streifen. Es gibt noch gelbe. Also es gibt richtig viele Farben. Und es ist einfach mega cool, wenn man so die Socken mit dem Outfit so zusammen kombinieren kann. Also zum Beispiel, du hast so einen roten Pulli an und ziehst die roten Socken an dazu. Und das ist einfach mega cool. Dazu habe ich auch noch als Accessoires Scrunchies. Ich sag den Namen am besten gar nicht, weil ich nicht weiß, wie sie heißen. Ich habe es vergessen, Entschuldigung. Aber das sind diese Haargummis hier. Und die gibt es ja auch noch in so ein bisschen fetter. Aber die sind halt so ein bisschen dezenter, muss ich sagen. Also so sehen die aus an der Hand jetzt zum Beispiel. Ich finde es so cool, wenn man so einfach ein rosanes T-Shirt anhat und dann so einen rosanen Haargummi noch. Ich weiß nicht, ich finde so... Macht noch irgendwas so her bei dem Outfit, deswegen voll cool. Das waren 12 Stück und die haben 8 Euro gekostet. Kann man halt echt nichts sagen, weil im Laden kosten die manchmal so ein Stück 3 Euro und das ist halt ziemlich teuer. Und die Socken, das waren 5 Paar Socken und die haben 7,50 Euro gekostet. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Sache und zwar ist das eine Jeansjacke. Die sieht so aus. Also, wie ihr sehen könnt, ist sie ziemlich groß. Das liegt daran, dass ich sie in der Größe L genommen habe. Was vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Aber ich glaube, sie gab es nur noch in L. Ich weiß es nicht mehr. Die Jeansjacke hat 35 Euro gekostet. Das ist, glaube ich, so ein ganz normaler Preis für eine Jeansjacke. Und sie ist auch echt schwer. Also, wie Jeansstoff halt ist. Innen hat sie echt viele Taschen. Das ist mega praktisch. Hier kann man 5 Handys reintun. Hier oben hat sie noch mehr, nee, das ist zugenäht, da ist keine Tasche. Und hier hat sie auch noch eine große Tasche, also 2 große Taschen. Und hier hat sie auch noch 2 Taschen, also wow, das ist sogar rot in. Voll schön. Ja, ist ein bisschen zu groß vielleicht geworden. Ich finde Oversized Jeansjacken echt schön, aber die ist vielleicht ein bisschen zu groß geworden, muss ich zugeben. So, also das war es auch schon mit den Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das noch gerne tun. Vielen Dank natürlich auch an Roseskill, dass ihr mir diese Sachen zugeschickt habt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und ja, also danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!